Scan Expansion Beats. Hallöchen Freunde, neues Shisha Review hier und heute meine allererste keine Ahnung, wie man es ausspricht, werden wir heute testen. Und zwar die AC 330 Edition. Ist eine Pfeife mit Acrylbowl. Kostet zwischen 39,90 und 24,90. Ich habe es jetzt für 24,90 geschossen. Dazu gab es netterweise auch noch ein Kilo Heisenberg-Kohlen. Habe ich gar nicht mitbekommen, dass die rausgekommen sind. Aber Kohle und Tabak kommen in der Woche zwei neue raus oder so, gefühlt. Werden wir mit der Pfeife testen. Ansonsten ist das gleich Doppelpremiere für mich, beziehungsweise dreimal, weil es ja meine erste LKF ist. Kommen wir aber gleich zu. LKF, ich sage jetzt einfach LKF, ja, wird schon passen. Gehört meines Wissens nach zum Hause Kaya, ist PCP Trading oder so. Der Anblick beim Aufmachen. Hier haben wir ein leicht grün, gelbliches Plastikschläuchlein mit Mundstück. Sieht hier an der Stelle echt hochwertig aus, sogar hier oben ist alles schön glatt. Aber so hochwertig hatte ich die noch nie. Alle, die ich mal hatte, waren der größte Rotz. So, dann hier kleines Bürstchen. Wird für die Shisha auch reichen, werdet ihr gleich sehen, warum. Und der Kohleteller, der ist absurd schwer irgendwie. Der ist richtig massiv. Könnte man vielleicht so auf ein Schlagzeug gebrauchen. Mit Logo drauf. Und das finde ich total geil bei der Pfeife, wie schön die eingepackt ist. Hier nochmal beides extra separat voneinander getrennt. Macht nicht jeder. Viele andere Pfeifen, aber das einfach alles so reingeschmissen und gut ist es. Kohlezängelchen. Ja, es ist so tatsächlich gar kein ganz schlechtes, es ist ein bisschen massiver. Ich verstehe es trotzdem nicht, warum die nie diese guten Zangen hinzulegen. Die hier, das sind die besten. Mit denen kannst du alles machen, Kopf bauen. Kopf bauen, Kohle umdrehen, alles. Klar wird es jetzt den einen oder anderen unter euch geben, der seine 30-Euro-Zange mehr bevorzugt, dürft ihr ruhig. Aber ich finde so in der günstigen Preisklasse, die kostenlos dabei ist, sind das die besten. So, jetzt kommen wir dann quasi zur zweiten Premiere. Wir haben hier einmal die Base, die Rauchsäule und hat das ganze obere von der Shisha und die ist aus Zink. Ich hatte noch nie eine Pfeife aus Zink, habe da sogar extra bei Kaya angefragt, aus welchem Material die ist, weil es so genau leider nirgends beschrieben war. Ja, hier die Gewinde, die gehen ein bisschen arg kratzig ab, jetzt schon. Und da fällt es mir auch schon in die Hände hier, das Kügelchen. Ist auch ein bisschen ein schwieriges Gewinde, also ich weiß nicht, ob ihr da so leicht noch einen zweiten Anschluss hinmachen könnt. Sieht mir ein bisschen arg klein aus. Hier beim Schlauchanschluss ist der gar nicht abschraubbar. Upsa, schmeiß weg. Puh. Ist mir ganz kurz das Herz stehen geblieben. Ne, das ist fest. Gut, hier oben können wir natürlich abschrauben. Dann haben wir hier noch die Unterlegscheibe. Bei mir ist halt Valentinstag. Die Unterlegscheibe für einen Kohleteller. Das hier ist auch nochmal abschraubbar. Das Gewinde läuft ziemlich sauber. Die anderen, also das hier war gerade ziemlich. Aber richtig schicke Farbe. Gibt es auch in ganz vielen coolen Farben. Gibt es auch in so einem, für alle Ladies unter uns, gibt es auch in so einem ganz pinken Camouflage-Muster. Also, falls da jemand Interesse dran hat, gibt es auch. So, schrauben wir das hier nochmal schnell zusammen, bevor wir einen Punkt weitergehen. So. Ja, der wird ja nur drauf gelegt. Okay, verstehe. Also der wird gar nicht festgeschraubt. Wahrscheinlich, wenn ich die Dichtung drauf tue, die kommt aber weit nicht bis nach unten. Die sieht ein bisschen ranzig aus. Also die ist hier oben nicht ganz schön abgeschnitten. Naja, wenn wen stört, der kann sie dann mit der Schere noch abknipsen oder so. Tauchrohr wie immer aus Edelstahl. Machen wir hier auch gleich noch mit rein. So. Dann ist der Karton leer. Kleine Dichtung war noch mit drin und ich wollte euch gerade nicht den Stinkefinger zeigen. Es lag gerade nur so passend auf meinem Finger. So, dann haben wir noch einen Karton da drin, so einen ganz kleinen oder beziehungsweise einen größeren. Das ist dann jener hier. Hier haben wir so einen schönen alten China-Head. Den werde ich übrigens nachher auch benutzen. Hab da irgendwie gerade Bock drauf.
Verpackungsmaterial und hier die Bowl. Und das ist dann quasi die dritte Premiere, ist nämlich meine erste Acryl-Bowl. Ich weiß übrigens bei Zink nicht, inwie stark das oxidiert, weil rosten kann es ja nicht. Ob man das irgendwie sieht, ob das irgendwann auch irgendwie so eine Grünspan bekommt oder so, weiß ich nicht, wie gut das funktioniert bei Zink-Shishas. Habe jetzt auch kein passendes Ergebnis gefunden. Also ich weiß, dass Zink oxidiert und nicht rostet, aber ob das dann so schnell passiert oder nicht, ist die andere Frage. Ansonsten Bowl macht einen recht stabilen Eindruck. Hier unten haben wir dann noch so eine Platte dran. Das soll wahrscheinlich zum einen cool aussehen und zum anderen das Acryl ein bisschen schützen, dass das hier nicht ganz so verkratzt. Das ist auch der nächste Punkt, der mich sehr interessiert. Wird das irgendwann milchig oder so? Sieht das irgendwann scheiße aus? Schwer zu sagen. Aber ansonsten wird das Ganze hier nur zusammengesteckt. Unten ist übrigens eine kleine Ausbuchtung für so ein kleines LED-Licht. Hier oben der Anschluss ist ein bisschen grob. Das könnte man eventuell nochmal abkratzen mit so einem scharfen Cuttermesser oder so, wenn es stört. So, mit ein bisschen Gewalt. Oh, das geht tatsächlich ziemlich schwer. Hätte ich gar nicht gedacht. Kleiner Tipp, nicht einfach drücken, ihr leiert nur die Dichtung aus. Leichte Drehbewegungen und dann geht das Ganze ganz gut aufeinander. Sieht tatsächlich relativ schick aus. Kann mich hier gar nicht groß übers Aussehen beschweren. Wir haben einen Kopf noch drauf. So, ob ich den Schlauch jetzt benutzen will, ich weiß nicht. Alleine schon aus dem Grund, weil mein Kaya-Glasmundstück, das so gut zupasst, werden wir sehen. Ich mache das Baby mal sauber und dann schauen wir uns das Ganze von nahem an. So, Freunde, dann sind wir mal hier beim Rauchen. Für euch sind jetzt nur 2 Sekunden vergangen, für mich war es 3 Monate. Ich habe es irgendwie immer wieder vergessen, die zu reviewen. Ist ja auch egal, ich habe jetzt diesen Standard-Plastikschlauch, der dabei war, weggelassen, weil mein ist ein normaler Schlauch, macht keinen Unterschied. Habe jetzt aber mal diesen Shiner halt oben drauf, habe da so ein leichtes Overpack rein, nochmal ein Flavor Saver drunter, 3 Kohlen mit dem Sieb drauf, weil ich mir dachte, vielleicht ist halt auch irgendjemand dabei, der die Pfeife so als erste Pfeife benutzen möchte und möchte dann sehen, wie das Ganze mit dem Kopf funktioniert. Und diese Shiner-Heads, die werden immer irgendwie ein bisschen unterschätzt, weil eigentlich sind die gar nicht so schlecht. Klar sind sie kein Solaris oder kein Oblaco oder sonst was, aber für so einen einfachen Kopf funktionieren die eigentlich immer echt super. Und ich war jetzt beim Anrauchen auch von der Pfeife ein bisschen überrascht. Klar, sie blubbert ein bisschen laut, aber das finde ich jetzt gar nicht so schlimm, aber sie lässt sich unglaublich angenehm ziehen. Was man hier natürlich noch machen könnte, wäre ein Silikondiffuser unten hin oder was ich prinzipiell immer empfehlen kann, wenn ihr das handwerkliche Geschick dazu habt oder jemanden kennt, der das kann, entweder unten ein paar Löcher reinbohren oder so ein paar Schlitze habe ich auch schon bei der einen oder anderen Pfeife gemacht bzw. machen lassen. Ich habe da 2 linke Hände dafür. Er reduziert das Blubbern immer und macht das Rauchen immer nochmal angenehmer, aber man merkt das Blubbern beim Rauchen selber eigentlich fast nicht. Bei manchen Pfeifen hat man es einfach, dass dieses Blubbern ist wirklich so stark ist, dass man es direkt beim Rauchen merkt. Das stört mich immer massiv, aber hier ist es wirklich kein Problem. Und Rauchen tut es eigentlich auch anständig. Ist natürlich immer die Frage, für was man die Pfeife braucht. Ideal ist natürlich sowas für Festivals und so, wenn man keine Glasbowl hat, sie wiegt nicht viel etc. Kann ich mir aber auch gut vorstellen für als eine Anfängerpfeife oder für Urlaub auch super. Da kann euch schon die Bowl nicht so leicht kaputt gehen im Koffer wie eine Glasbowl. Das Einzige, was ein bisschen schade ist, ist halt eine reine Alleinraucherpfeife. Man kann das zwar hier drüben abschrauben, das Ausblasventil, das hier drüben aber nicht. Und selbst wenn man hier drüben eins finden würde, das passt. Also normale Amy-Adapter oder so passen leider nicht. Habe ich ausprobiert, die sind zu groß. Man hat halt natürlich nur das Problem, dass hier dann keine Kugel drin ist. Man kann das hier auch nicht so wirklich abschrauben. Ist ziemlich fest und selbst wenn man es wegbekommen würde, man kann keine Kugel reinmachen. Ist ein bisschen schade, weil das dann zu zweit, dann wäre es wirklich meine ideale Urlaubspfeife. Gerade wenn ich mit meiner Freundin in Urlaub fahre oder so, rauchen wir zu zweit, ist logisch. Und nicht jeder denkt immer ans Zuhalten oder es ist auch mega nervig, dann so da zu hocken. So kann man dann mal schnell den Schlauch weglegen, schnell ans Handy, aber so ist man dann immer gezwungen, den Schlauch zu halten. Ist ein bisschen eine nervige Sache, aber ansonsten bin ich tatsächlich angetan von der Pfeife.
Also wenn ihr mal eine Pfeife sucht, mit einer Acrylbowl und wenn ihr auch nur alleine raucht, ich kann mir das auch gut vorstellen, es gibt ja auch viele Leute, die rauchen alleine, ich eigentlich nur zu Review-Zwecken, dann ist das Bombe, weil die wiegt nicht viel, braucht nicht viel Wasser, kann man sich schnell mal aufbauen, auf den Balkon stellen, auf die Terrasse, sonst wo. Und dann kann man da sein Köpfchen schnell durchrauchen, das ist gar kein Thema. Und wie gesagt, dieser Schreiner halt macht hier einen anständigen Job. Ich weiß nicht, wie gut ihr es seht, aber es raucht schon ordentlich. So, ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Lasst mir gerne ein Däumchen nach oben und ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.